30 Sekunden! Watcher 1 an Bravo 6. Watcher an Bravo, Ende. Laswell, hier ist 6. John, Makarov ist frei. Sag das nochmal. Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Abbruch. Wir kehren um. Dreh den Vogel um. Shadow 2, hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht es aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Lina, oder? المكمنية هي قوية مثلك. يلا عملت كل شي طلبتيه، حويتك مأمنة والمرسق فاضي، ما في حدا غيرنا. أول مينا؟ مسكر من مبارح. منيح فرح. أنا ما خصني بس قوليلي هالهاوية أكيد كتير مهمة. أكيد بعد كل هالسنين صارت أوزخستان سالمة، إحنا عم نعيش حياتنا. ترجاك عملي كل شي بجهدك، نضل هيك، إحنا كلنا معك. إيه أكيد حويتك موجودة. دينا! هي إيكو 3-1، Truppenkontakt. Kilos Fahrzeug zerstört. Wiederhole, Truppen ungeschützt. Werden aus mehreren Richtungen beschossen. Verstanden, bleibt wo ihr seid. Shadow 1 an Kilo, bitte komm. Kilo, Mara, hörst du mich? Okay, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Modern Warfare 3. Dina ist tot. Das ist Conny. Die sind überall, Commander. Die Raketen. Sie wollen die Raketen. Wir dürfen das nicht zulassen, Fahrer. Ich brauche Waffen. Such Container mit dem Shadow-Logo. Darin findest du alles, um Conny zu bekämpfen. Ihr habt mehr als nur Raketen geliefert. Viel mehr. Zu deinem Glück. Ja, und willkommen zur ersten Open Combat Mission, die ja ziemlich hart kritisiert wurde. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so der Freund von diesen Open Combat Missionen, deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch einer, der scheißt jetzt hier und einfach tut, was er will, um die Mission ja abzuschließen, scheiß auf Erkunden und sowas, weil das passt einfach zum COD überhaupt nicht dazu. Ja, ist jetzt halt da. Hoffentlich nicht im nächsten COD. Sie haben dich wohl gefunden. Weil das fühlt sich halt einfach alles an wie so ein Downgrade. Und das ist ja auch irgendwie so. Aber ich muss hier trotzdem Sachen finden. Herzschlagsensor brauche ich nicht. Sieht wie eine Moskitodrohne aus. Ja, es fühlt sich halt ein bisschen an wie Warzone, halt nur in missionsmäßig. Commander, auf meinem Schiff sind GPS-Sender. Bringen Sie an den Raketen und dann verlieren wir sie nicht. Ich muss auch die Container finden. Dina würde wissen, wo sie sind. Die Frachtlisten sollten im Büro der Hafenmeisterei sein. Der Turm. Bestätigt. Verstanden. Ich bin am Container. Bestätigt. So, haben wir das Zeug hier? Ne, wir haben hier nur irgendwelche Waffen. Naja, besser als nichts. Fallschirm. Keine Ahnung, wofür ich Fallschirm brauche. Na gut.
Also ich kann verstehen, warum man diese Open Combat Missionen unterwegs mag. Zum Frachtschiff. Verstanden. Vor allem, die haben wahrscheinlich dieses Prinzip nicht richtig ausgetestet. So, jeder weiß es, dass COD-Spieler, die werden sich hier durchballern. Hier gibt es keinen Weg aufs Schiff. Und zwar genau so, wie ich es gerade mache. Such nach einer Steilklemme. Und so sollte das eigentlich nicht sein bei solchen Missionen. Ich bin auf dem Schiff. Die Sender sollten im Kontrollraum auf der Brücke sein. Passt bloß auf, die alarmieren den ganzen Hafen. Ach, und übrigens, warum Grace auf einmal wieder lebt? Keine Ahnung. Die Sender müssen hier sein. Geh zur Brücke. Sieh im Kontrollraum nach den Sendern. Also der hat ja... Der hat ja irgendwie bei so einer Season mal gesagt, hat er so gesagt, ja, ich war niemals im Panzer drin. Nähere mich der Brücke, die Sender sollten nah sein. Die Sender sind nicht versteckt, sollten leicht zu finden sein. So, ja, ich bin doch schon unterwegs. Hier ist die Toilette. Hier ist auch nicht. Ah, hier. Hab ich. GPS-Sender in meiner Hand. Sehr gut. Jetzt geh zum Turm und hol die Frachtliste. Und Alex Kilo ist auch irgendwie am Leben. Mit einem unserer Container. Keine Ahnung, warum. Eine Rakete verloren. Oh. Fängt besser an die anderen an, Kilo. Ah, ich bin doch schon unterwegs. So, wo ist die Scheiße? Oh, da hinten. Da müssen wir uns jetzt beeilen. Ich hab schon vergessen, was sie hier suchen. Irgendwelche Raketen und sowas. Ich bin fast am Turm. Bin drin. Am Turm. Das Büro der Hafenmeisterei ist im zweiten Stock. Sieh danach. Wo ist die Treppe? Hier. Gut. Kein Problem, Grace. Ich schaff das schon. Also Grace an sich, der Charakter mag. Zweiter Stock! Suche nach der Liste im Büro! Aber... Dass er so plötzlich auf einmal wieder am Leben ist? Keine Ahnung. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier drinne vielleicht. Das sieht gut aus. Ja. Frachtliste gefunden! Hab sie. Gleich mit unseren Containernummern ab. Okay. Überprüf die Kräne. Vielleicht laden die gerade einen der anderen Container. Beeil dich, Kilo. Die Zeit ist gegen uns. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Ich speedrun hier schon durch. Ich geh mal hier rauf. Rücke zum Container vor! Hier hinten. Ja, das ist er. Der Container ist hochgestapelt! Einer geschafft! Ersten. Die Hälfte ist geschafft. Noch ein Container. Du schaffst das, Kilo. Also die Gegner sind irgendwie gar keine Herausforderung. Ich kann halt wirklich hier durchwaschen. Ohne Probleme. Okay, ich halt die Fresse. Ich halt wirklich die Fresse. Das war ja wirklich mit Erwähnung. Die Truppen sind gnadenlos, Kilo. Zeig ihnen, dass sie sich mit der Falschen angelegt haben. Bringen wir diese Sender an unsere Container an. Conny will dich kriegen, Fahrer. Rechne mit Kontakt. Steigseil gesichtet. Geh zum Container. Da ist der erste Container. Sender ist am Container. Großartig. Du weißt, wo du hin musst. Leg los, Kilo. Oh ja, ich mach das schon hier. Meine Güte. Also, jetzt geht's mir schon wie sehr auf den Sack. Und ich bin noch nicht mal wirklich eine Stunde im Spiel. Und die Kampagne geht mir jetzt schon auf den Sack. Also, das eigentliche Spiel ist natürlich geil, aber die Kampagne... Mach. Nee. Weiter zum nächsten Container! Aber da müssen wir leider durch. Der Container ist da oben! So, bin gleich oben.
Tot, tot, tot und dran. Das war's. Wow. Alle Stationen, letzter Sender aktiv. Conny haut mit beiden Raketen ab. Bestätigt. Du hast erreicht, was wir mussten, Fahrer. Das Übrige wird folgen. Echo, alles gehört? Laut und deutlich, Fahrer. Conny bricht auf. Sie haben, was sie wollten. Wir sind am Leben. Es ist noch nicht vorbei. Echo und Kilo, bist du okay? Alles okay. Komm her. Roger. Unterwegs zu dir. Sabine, Adina. Rachelion, Jedfautumen. Bodek. Commander? Unsere Raketen dienten der Abschreckung. Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses Land. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Ich begleite dich. Nein. Kümmer dich um die Toten und alarmier die Truppen. Russland ist zurück in Usbekistan. Shadow Company ist mitverwickelt. Sie wollen sich ja auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Милена. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию? Дело выгодное и правое. Kameraden, wir sind wieder vereint! Euer Einsatz, als ich fort war, und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. In der Kasani. Иван, из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. Время решает все. Командир! Я принял правильное решение. Каждый несет ответственность своей ошибки. Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты моя правая рука. Спасибо, командир. Meine Mitstreiter. Ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerissen. Die ULF stahl wieder die Kontrolle in Usbekistan. Die Zeit ist gekommen und wir werden ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht's um Wahrnehmung. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie für russische Ehre, für Russland. Das wahre Russland! Der Westen liebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Usbekistan-Hafen vor Sonnenaufgang an. Farah war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlitt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswar. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Usbekistan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov.
Was ist dann dort? Ihr vier, sobald ihr könnt. Roger. Ghost und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Eine Minute! Straff! Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir sie brauchen. Werden wir. Rampe! Reißig Sekunden! Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Knappe Sache! Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check! Fertig! Los! So, back in business. Ich dachte, ich nehme gleich mal die zweite Open Combat Mission mit rein. Ja, zwei hintereinander. Aufklärung am Himmel. Achtung, ich kann es auch nicht verstehen. Am Boden. Positionen sind durch orangefarbenen Rauch markiert. Extraktionspunkte für das nukleare Material. Genau. Diese Helis sind die Primärziele. Zerstört sie, dann können wir diese Bedrohung eindämmen. Roger, übernehme Überwachung. Okay. Halt dich im Blick, Captain. Ich melde dir, was ich von hier sehe. Danke für die Unterstützung, Roger. Wenn es um Makarov geht, müssen alle ran, John. Gut, wir sollen jetzt irgendwelche drei Helis zerstören. Keine Ahnung warum. Es geht ja irgendwie um so Gas, aber warum wir Helis zerstören müssen, keine Ahnung. An alle, wir sehen Conny-Patrouillen beim äußeren Perimeter. Sie durchsuchen das Gebiet. Dranbleiben. Keine Schutzanzüge. Da gibt keinen Sinn. Sie könnten auf mehr aus sein als nukleares Material. Dranbleiben. Verstanden, Watcher. Ja, zum Glück habe ich schon eine Steigklemme. Die ist eigentlich nie so gut zu finden. So, dann laufen wir mal. Ich brauche noch so Springsätze. Hier kann ich rein. Hier gibt es einen Chief. Oh, hallo. Hallo, Guys. Ich bin auch da. Raketenwerfer auf den Dächern! Hier ist die 4. 6 mehrere Conny beim Heli. Rechne mit Kontakt. Hab verstanden, Watcher. Sichtkontakt. Digga, chill doch. Okay, ich übernehme mal die ganzen Helis und dann sehen wir uns später. Was immer okay, das tut, ging eigentlich gerade recht schnell. Achtung, Bravo 6. Diese drei Helis auszuschalten. Du musst dahin. Kampfheli ist noch über uns. Ich bin halt wirklich durchgerascht. Wie das irgendwie 99% wir sehen starke Konni-Aktivitäten. Die scheinen sich zu formieren. Wir haben wohl gefunden, was sie gesucht haben. Es war halt wirklich sie easy. Sich bei der Reaktor-Kuppel. Digga. Dann ist das auch unser Ziel. Bravo, Feuerfreigabe. Weiter zum Reaktor. Roger. Geh rein. Und jetzt gehen wir in so ein Script-Event, okay. Captain, feindlicher Heli über dir in der Luft. Beim Reaktor, lässt Seile runter. Conny hat was gefunden. Sie haben sekundäre Extraktion. Wir müssen sie aufhalten. Hallo. An alle Stationen. Feuerbehälter aus dem Reaktor. Sechs, kannst du den Inhalt bestätigen? Negativ. An alle Bravo. Feuert auf diesen Heli. Holt ihn runter. Verstanden. Greifen an. Ich verstehe gar nichts mehr. Es ist viel zu laut hier. Gut gemacht, Jungs. Verfluchte Scheiße! An alle Stationen! Conny extrahiert Chemiewaffen! Conny hat das lecker Gas im Gas. Wir verlieren sie! Watcher, kannst du sie ordnen? Bin dran, Ghost. Augenblick. Hier ist Sex. Reaktor ist versiegelt. Bin eingeschlossen. Sex, laut Aufklärung betreten Conny-Leute den Reaktor. In Deckung, Captain. Wir sind unterwegs. Okay, das ist das Zombie-Gas hier. Ich bin hier ungeschützt, ich muss weg! Leute, könnt ihr mal kommen, bitte? Wir sind fast da! Das Gas kommt! Bravo, wie ist der Status? Ich bin gleich Gasfutter, Mann. Ich werd hier vergast. Wie im Zweiten Weltkrieg.
Gas schwimmt in den Reaktor. Gefahr im Verzug, bravo. Captain, wir sind oben. Greif nach dem Seil. Hab es. Na, endlich. Oh nein, greift mich im Magen. Greif meine Hand. Hab ihn. Zieh. Wir haben dich, Cap. Halte durch, Cap. Cap. Cap! Halte durch, Cap! Nein! Scheiße, Price stirbt! Er braucht sofort Hilfe! Ist er wirklich tot? Natürlich nicht. Morgen, Sir. Schön langsam, Cap. Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen. Bin okay. Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer. Ihm geht's gut. Ich hatte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen armen Schweinen. Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung. Conny hat die Chemikalien? Richtig geraten. Makarov ist seit 6 Stunden draußen und uns schon voraus. Was verdammt ist denn dem Gas? Reste von Barkovs Programm. Sarin. Hochkonzentriert. Viel tödlicher. Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht. Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten. Und jetzt ist es in Farras Hinterhof. Finden wir sie.